Herzlich willkommen. Wenn wir die engen Gefühle im Hals loskriegen möchten, müssen wir über die richtige Atmung sprechen. Oft hört man, atmet ein, gibt eine Spannung und atmet aus, gibt es eine Entspannung. Und ich sage euch, lernt es bei der Ausatmung, die Einatmungssituation zu behalten. Das heißt, der Körper wird in einen Unterdruck gesetzt. In der Brusthöhle, in der Pneumahöhle gibt es eine Flüssigkeit. Bei der richtigen Einatmung wird es ein bisschen zusammengezogen. Und dieser Zustand öffnet optimal die Lunge. Dann entsteht ein Gefühl von Spannung und Entspannung gleichzeitig. Wenn man im Körper zu viel Entspannung hat, wie man oft hört, einatmen und ausatmen, hat man keinen Tonus. Wir müssen Spannung und Entspannung gleichzeitig im Körper steigern. Nicht zu viel Spannung und nicht zu viel Entspannung, sondern Stück bei Stück immer wieder Spannung und Entspannung in Gleichgewicht zu bringen. Dazu werde ich euch über die Muskel Platysma reden. Dieser Muskel befindet sich von dem Kinn bis zu der zweiten Rippe, umgibt den ganzen Hals bis zu dem Arm. Wenn man kurz erschrickt, wird man diesen Muskel spüren. Es ist eine ganz dünne Muskel, eine oberflächliche, mimische Muskel und zieht leicht den Hals zusammen. Es gibt eine leichte Kontraktion. Und diese bewusste Bewegung bringt den Unterkiefer nach unten. Wenn es nach unten kommt, automatisch hinter der Zungenbein entspannt sich. Jetzt werden wir nochmals einatmen. Mit dieser leichten Schreckbewegung. Wir spüren, wie die Muskel leicht kontrahiert und der Kiefer sich nach unten bewegt, bis zu beide Arme. Und beim Ausatmen werden wir trotz dieser leichten Kontraktion die Öffnung empfinden. So wird der Körper in einen Unterdruckzustand gesetzt. Das heißt, beim Ein- und Ausatmen spürt man die Luft durch den Mund mit dem gleichen Druck. Nicht, sondern die tiefliegende Muskulatur im Körper setzt sich ein, gibt den Halt und wenn der Halt hergestellt ist, wird man nicht mehr den Hals verengen. Durch diesen offenen Hals verliert man die Heiserkeit, verliert man dieses Globusgefühl, Großgefühl. Ich hoffe, ihr könnt diese Muskel Platysma zu Hause spüren, bewusst werden, empfinden und im Alltag diese Übungen umzusetzen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.